Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tunefall. Herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo zu FNAF Security Breach, das Ruin DLC. Es kommt wahrscheinlich nächsten Monat und wir haben insgesamt 8 neue Screenshots zum Game bekommen. Dorko hat nämlich drüben auf seinem Kanal einen Charity-Livestream gemacht und mit jedem Spenden-Goal wurde ein weiterer Ruin-DLC-Screenshot freigeschaltet, also richtig, richtig cool. Es wurden alle 8 freigeschaltet während des Streams, also extrem nice. Wir schauen uns heute die Screenshots an und schauen mal, was wir darauf alles so erkennen können, Leute. An der Stelle geht erstmal Kuss raus für 270.000 Abonnenten hier auf dem Main-Channel. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben trotzdem da, damit wir noch 300k knacken und damit ihr natürlich den Start von Security Breach Ruin nicht verpasst. Nächsten Monat geht es los. Aber wir starten erstmal hier rein mit dem ersten Screenshot. Der trägt irgendwie den Titel Glam Gifts. Haben wir Glam Gifts in der Lobby gehabt? Das war dieser Shop, wo wir am Anfang von Security Breach diesen Magneten bekommen, ne? Diesen Magneten, um dann den Ticketautomaten auszutricksen, wonach wir dann in die Daycare können. Das ist, glaube ich, der Glam Gifts Shop. Und ihr seht, das Ding ist komplett runtergekommen. Hier drin steht irgendwie so ein alter Staffbot, dem geht's gar nicht gut. Überall sind Zeichnungen an den Wänden, also so richtige Schmierereien. Was ja aber auch irgendwie vermuten lässt, entweder war das wirklich immer nur Vanny, die hier drin rumgekritzelt hat an den Wänden, oder es waren auch noch andere Menschen zwischendurch hier drin. Ich meine, alte, vernassene Location, da gehen auch mal Leute rein, so ein bisschen Lost Place Abenteuermäßig, ne? Aber das hier ist der Screenshot, ansonsten ist hier, glaube ich, nicht viel drauf zu erkennen. Einfach nur der heruntergekommene Laden. Wir gehen mal weiter zum nächsten Screenshot und hier sehen wir den Eingangsbereich. Den haben wir auch im Trailer schon gut gesehen. Und hier ist alles, es ist alles so kaputt. Hier fehlen Fliesen im Boden, fehlen hier. Hier ist alles zugeklebt mit irgendwie Zeitungen und was weiß ich. So ein bisschen Sonnenlicht kommt noch rein. Aber das Sonnenlicht impliziert auch, dass vielleicht das Ruin-DLC sogar tagsüber spielt und gar nicht nachts. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier alles komplett kaputt. Wirklich alles hier gesplittert im Boden. Hier steht irgendwie ein Gabelstapler. Was ja aber auch bedeutet, das Ding wurde geschlossen. Alles ist irgendwie eingestürzt. Die haben angefangen, hier alles auszuräumen. Und Gregory ist trotzdem noch hier drin. Was ja wirklich auch nur die Schlussfolgerung übrig lässt, dass er irgendwo eingesperrt war. Irgendwo festgehalten war vielleicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, obwohl hier offensichtlich Aufräumarbeiten stattgefunden haben, ist Gregory immer noch im Pizzaplex. Mal sehen, ob wir rausfinden, warum. Und hier oben sieht man auch noch das Loch im Glas und in den Zeitungen, wo, jetzt habe ich den Namen von dem Mädel vergessen, was uns, was Gregory quasi rettet in Ruin. Aber im Trailer springt sie ja durch das Loch quasi in die Location rein und betritt damit den Pizzaplex. So, im nächsten Screenshot haben wir hier, das müsste bei der Daycare sein, ne? Da ist ja dieser Lucky Stars Gift Shop, der ist, glaube ich, sogar fast direkt oder so schräg gegenüber von der Daycare. Und wir haben jetzt 2 Endoskelette stehen und hier auch überall so Do Not Cross, überall so Absperrungen. Sogar 3 Endoskelette haben wir hier, sehe ich gerade. Ganz links ist auch noch eins, kann man kaum erkennen. Ja, das Ding ja auch komplett abgesperrt. Aber es waren auf jeden Fall Menschen am Werk hier drin, die hier irgendwas gemacht haben, aufgeräumt haben, wie auch immer. Sonst wären hier nicht diese Absperrbänder und so. Und wir sehen hier neben dem einen Endoskelett auch eins von den neuen Paneelen, die wir nutzen können im Ruin-DLC. Und ich habe mir jetzt extra den Namen nochmal rausgesucht, Leute. Cassie heißt unser Spielecharakter in Ruin. Weiß auch nicht, wie ich das vergessen konnte. Jedenfalls sind wir ja als Cassie unterwegs und haben einige neue Gadgets, Gegenstände, die wir benutzen können, unter anderem halt auch mit diesen Bedienpaneelen zusammen. Bin schon gespannt, was wir da alles so für neue Funktionen haben, die wir dann hier im Pizzaplex überhaupt benutzen können. Aber ja, hier Lucky Stars Gift Shop in der Nähe von der Daycare mit 3 Endoskeletten. Das sind vermutlich sogar die Endoskelette, die unterm Kino oder unterm Theater besser gesagt eingesperrt waren, wie auch immer. Mit denen hatten wir da ja schon zu tun. Die sind auf jeden Fall am nächsten dran. Vielleicht sind die da unten rausgekommen. Und als nächstes haben wir hier die Küche. Und die Küche sieht ja mal komplett heruntergekommen aus. In der Küche haben wir auch einige Sachen erledigt. Chica ja auch durch die Müllpresse gejagt damals und so weiter. Wir sehen hier irgendwie, hier in der Mitte ist wie so ein Pizzarest. Alle möglichen anderen Essensreste, Regale zusammengestürzt. Hier ist ein Ofen scheinbar irgendwie an. Der leuchtet auf jeden Fall. Also viel gibt es hierzu nicht zu sagen. Die Küche ist komplett
zerstört. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, auch keine weiteren Hinweise. Wir haben gleich noch Screenshots mit Animatronics drauf. Da wird es ein bisschen interessanter noch. Aber hier haben wir ansonsten, glaube ich, auch keine weiteren Hinweise mit irgendwas, was uns vielleicht storytechnisch noch was zeigt oder so. Aber ich glaube nicht. Wir gehen mal zum nächsten Screenshot. Und hier haben wir jetzt auch Chica mit drauf. Und was man hier auf jeden Fall sagen muss, Leute, Chica sieht ultra strange aus. Hier links haben wir auch noch irgendwie Teile von einem Cupcake oder so. Hier ist so ein Auge noch. Chica sieht ultra strange aus. Also wir haben im Trailer schon diese noch kaputtere Version von Chica gesehen. Aber was ist das hier? Sieht aus wie so ein Gewebe, was hier wächst oder so. Keine Ahnung, wo Chica drinne lag. Vielleicht hat sie auch versucht, noch irgendwas Essen in sich reinzustopfen. Das ist hier hängen geblieben und ist geschimmelt und keine Ahnung. Aber es sieht sehr, sehr strange aus, wie Chica hier aussieht, Leute. Also sehr, sehr komisch, weiß ich nicht. Ansonsten sieht das hier aus wie einen Backstage-Bereich irgendwo. Ich kann gerade nicht genau sagen, wo. Weil sich halt auch jetzt hier im Pizzaplex mit Ruin viel geändert hat. Auf jeden Fall sind wir hier, irgendwo hinten sind auch so Gerüste oder so. Weiß ich nicht. Genau, wo das ist. Könnte der Bereich sein neben Phaser Blast? Ne, neben Monty Golf ist das. Also da bei Roxy Raceway auch, wo einmal Freddy liegt, wo er kaputt ist. Wo wir Freddy da zum ersten Mal finden, wo er so zerstört ist. Da in der Nähe könnte das sein, weil da sind definitiv Gerüste. So Baugerüste aufgebaut. Aber schwer zu sagen, wo genau das hier ist. Kann man nicht genau sagen. Fakt ist aber, Chica sieht ziemlich strange aus. Oh, Freunde, und als nächstes sind wir in Monty Golf. Und Monty Golf sieht wirklich, wow, sehr mitgenommen aus. Das hier ist, glaube ich, der obere Bereich von Monty Golf, wo wir auch gegen Monty kämpfen, weil man kann hier so runter gucken. Ihr seht, hier unten ist so eine Lücke, ne? Wo man auch noch Palmen durchsieht und so. Also das hier ist definitiv der obere Bereich, weil hier oben ist auch diese Bahn. Ja, wir landen ja im Bosskampf drinne und Monty kommt mit so einer Gondel angefahren, springt da runter und hackt dann hier in so eine Kanone rein. Hier sieht man sogar noch die Kratzspuren. Das ist also vielleicht sogar genau die, die er während des Bosskampfes zerstört. Und das hier ist halt dieser Walkway oben drüber, diese Gänge, ja, was bestimmt auch eigentlich zu Reparaturzwecken und so ist oder gewesen war, ist hier oben komplett kaputt. Komplett Fratze. Und die von euch, die schon genau hingeschaut haben, gerade in dieses Bild hier rein und vielleicht aufgepasst haben, Monty ist auch mit dabei. Diese ultra zerstörte Version von Monty ist auch noch hier oben am Rumkriechen. Er hat nur noch ein Auge, das andere fehlt mittlerweile komplett. Hier oben noch der kleine Büschel rote Haare und Exoskelett, also Anzug, quasi gar nicht mehr vorhanden. Er ist wirklich nur noch dieses Endoskelett mit den Zähnen, die hier rausragen. Also ultra krass, wie Monty aussieht. Und der ist auch noch hier oben on the road. Und ja, kriecht hier wahrscheinlich noch oben rum. Und erinnert sich daran, wie es mal war, als man noch Beine hatte. Also hier oben alles komplett zerstört oberhalb von Monty Golf. Hier ist alles, also auch wie viel Stahl hier runterhängt. Diese ganzen Halterungen, die sonst diese Gänge gehalten haben, diese Stahlträger, alles komplett kaputt. Komplett zerstört. Und hier haben wir noch ein zweites Bild von Monty Golf, jetzt aus dem unteren Bereich. Auch hier ist alles komplett kaputt. Auch hier ist Monty wieder drauf. Hier wurde er von irgendwas getroffen oder so, ist hier wie eingeklemmt. Vielleicht finden wir ihn so sogar und befreien ihn aus Versehen oder so. Das könnte sein, weil das sieht definitiv so aus, als würde er hier festhängen oder so. Ansonsten haben wir hier noch einen Monty Golf Arcade Automaten. Hier sind Reste von so einem, ja, von so einer Minigolf-Plattform, die irgendwie aufgestapelt wurde. Also hier haben definitiv auch Aufräumarbeiten stattgefunden und Sachen wurden hier hingeräumt irgendwo. Also es ist wirklich krass, wie kaputt der Pizzaplex im Ruin DLC sein wird. Ich bin echt, also ich freue mich richtig darauf, da drin rumzulaufen und Sachen zu entdecken. Also wie gesagt, Monty sieht so aus, als wäre er hier eingeklemmt. Viel kann man hier zum Monty Golf auch nicht sagen. Es ist halt zerstört, es ist kaputt. Komplett mitgenommen, komplett Fratze. Aber ja, wird auf jeden Fall interessant, das alles zu erkunden, Leute. Und hier haben wir noch einen Screenshot von Monty Golf. Das ist eine von diesen Gondeln. Und diesen Screenshot finde ich von allen Screenshots fast am interessantesten. Und ich erkläre euch auch kurz, warum. Weil alle anderen Screenshots zeigen halt irgendwie Bereiche, in denen waren wir. Die haben wir betreten. Monty Golf waren wir hier oben. Bosskampf gegen Monty waren wir. Gut, das ist vielleicht auch noch interessant, weil ich nicht genau weiß, wo man das hier zuordnen kann. Aber in den meisten Backstage-Bereichen waren wir ja auch. Das hier ist die Küche. Das hier ist Lucky Stars Gift Shop gegenüber von der Daycare. Das ist der Eingangsbereich. Das hier ist Glam Gifts. All diese Orte kennen wir, haben wir betreten, waren wir schon drin, während sie ganz waren.
Aber das hier hinten mit dieser Gondel könnte ein neuer Wartungsbereich sein, den wir so im Base Game noch nie betreten haben. Denn wir waren nirgendwo, wo irgendwie Gondeln von Montigolf rumhängen, rumliegen und repariert oder gewartet werden oder so. Hier hinten ist auch so eine Luke offen, wo offensichtlich was repariert wurde. Hier liegen Kabel, hier hinten hängen irgendwelche Haken von der Decke. Also es sieht definitiv so aus wie ein neuer Bereich. Hier hinten stehen auch irgendwelche Fässer. Wie ein neuer Bereich, den wir so bis jetzt noch nicht gesehen und nicht betreten haben. Irgend so ein neuer Wartungsbereich, irgend so ein Wartungsraum, wo Sachen repariert werden, den wir dann vielleicht zum ersten Mal auch sehen, was definitiv auch ultra interessant ist. Aber mehr haben wir in den Screenshots auch eigentlich nicht drinne. Das sind alle 8, 9 Infobilder, Info-Screenshots vom Ruin-DLC, die wir haben. Und Leute, ich glaube, das Ruin-DLC wird so, so krass. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr hyped drauf seid, damit ihr den Start nicht verpasst. Ihr wisst, damals bei Security Breach, ich glaube, ich habe am ersten Tag direkt 4 Videos hochgeladen. So oder so ähnlich wird es auch hier im Ruin-DLC sein. Also wir werden da komplett reinböllern, direkt am ersten Tag, Freunde. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr es nicht verpasst, wenn es hier losgeht. Wir sehen uns gerne im nächsten Video hier auf dem Kanal oder im Stream. Macht's gut und bis dahin.